Kommen wir direkt mal zu einem dritten Punkt. Und das sind aktuelle Herausforderungen, die sich mit dem Problemfeld sozusagen 3D-Rekonstruktion als Forschungsmethodik beschäftigen. Das ist etwas, was wir inzwischen seit fast 3 Jahren in einem wissenschaftlichen Netzwerk untersuchen, aber eben auch darüber hinaus noch eine größere Gruppe dahinter steht von etwa 60 bis 70 Forschenden in deutschsprachigen Ländern, aber auch darüber hinaus, wo es also darum geht, eine Forschungsmethodik als Forschungsmethodik auch ein Stück weit zu validieren, vor allen Dingen mit Bezug in unserem Fall zur Architektur, Geschichtsforschung. Und ich würde einfach mal ein paar Schlaglichter aufwerfen wollen, wo jetzt im Moment gerade aktuelle Herausforderungen, Problemstellungen gesehen werden. Also wenn man sich das mal anschaut hier, es gibt sozusagen da Problemstellungen, die eben auf technologische Infrastrukturen abzielen. Also das zweite auf der linken Seite, Datenviewer beispielsweise für 3D, aber darüber hinaus eben dann auch, ich sage mal, allgemeine Thematiken, nämlich die Frage irgendwo Kompetenzerwerb für 3D-Rekonstruktion. Wie kann man 3D-Rekonstruktion erlernen? Oder aber auch, was sind denn sozusagen dann eben auch Ansätze, um zu versionieren? Also das heißt eben, wenn jemand ein 3D-Modell erstellt hat, bei Texten gibt es ja im wissenschaftlichen Bereich gerade mit der Zitation relativ lange schon praktizierte, ich nenne es mal Methodenansätze dafür. Das ist im Bereich des 3D-Modells durchaus schwieriger, ein 3D-Modell als solches zu zitieren oder eben auch zu sagen, dieser Bestandteil des 3D-Modells ist für meine Arbeit auch wichtig, aber an der Stelle hat der Autor falsch gelegen und da habe ich einen besseren Ansatz. Da gibt es sozusagen bisher einfach relativ wenig etablierte Verfahrensweisen im wissenschaftlichen Bereich. Und da möchte ich Ihnen gerne mal ein bisschen was vorstellen. Was sind denn sozusagen Problemstellungen und wissenschaftlichen Methoden digitaler 3D-Rekonstruktion? Und eine Problematik dabei ist eben das, dass in den meisten Fällen eben davon ausgegangen werden muss, dass es eigentlich kein komplett dokumentiertes historisches Bauwerkobjekt gibt. Und wenn ich da jetzt mal ein kleines bisschen aushole in den Bereich eben der geschichtswissenschaftlichen Forschungsparadigmen auch, ist es natürlich so, dass eben die Geschichtswissenschaft seit etwa 70 Jahren davon ausgeht, dass eben nicht mehr der Versuch im Mittelpunkt steht, zu erklären, wie denn Geschichte komplett gewesen ist, sondern dass es eher darum geht, zu problematisieren, also zu schauen, was können uns die Quellen beantworten und wie kann ich jetzt ausgehend von den Quellen mit einbeziehen, wie sozusagen sich Dinge verändert haben oder was sagen uns die Quellen und das sozusagen als eine Grundlage dafür auch zu nehmen, eine eigene Forschungsarbeit aufzubauen. Und dieser konstruktivistische Ansatz, der funktioniert natürlich bei 3D-Modellierungen nur begrenzt, weil für ein 3D-Modell sozusagen, wenn man sich auf der linken Seite mal das Ganze anschaut, da könnte man vielleicht ein bisschen was zu dem rechten Fenster rausnehmen und vielleicht ein kleines bisschen was zur Dachform. Aber wenn es dann darum gehen würde, wie diese Sachen im Raum angeordnet sind, da würde das Ganze schon scheitern. Also hier ist einfach eine forschungsmethodische Herausforderung, dass es eigentlich einer holistischen Darstellung bedarf, die eigentlich die Geschichtswissenschaften nicht ohne Grund seit 70 Jahren nicht mehr machen. Das ist ein forschungsmethodisches Problem, was wir hier haben. Damit verbunden natürlich solche Fragestellungen eben auch in der wissenschaftlichen Methodik, aber natürlich auch, welche wissenschaftlichen Grundlagen ein 3D-Modell erfüllen muss, um als wissenschaftlich zu gelten. Das heißt, das muss da unbedingt ein Experte drüber geschaut haben und sagen, ja, so in etwa kann das gewesen sein, aus den und den Begründungen. Oder bedarf es dort sozusagen anderer Modalitäten, um eben dann Wissenschaftlichkeit nachzuweisen, dass also jemand zum Beispiel eine Quelle als Grundlage genommen hat und nicht nur eine eigene Zeichnung oder eine eigene Vorstellung oder ähnliches. Das sind im Moment offene Fragen noch. Und da steht also eine Definition noch aus. Eine andere Problematik eben auch, woran wird der Diskurs festgemacht? In den meisten Fällen geht es eben darum, anhand von Bildern sich auszutauschen. Das ist aber die Problematik, dass das eigentlich das Modell ja das ist, wo die meiste Forschungsarbeit und der meiste Forschungsinput hineingeflossen ist. Das heißt also eben diese Frage, kann ein Diskurs zum 3D-Modell am Bild stattfinden oder braucht es dafür eben auch zwingend das Modell? Das ist im Moment gerade ein offener Punkt noch.
Der verändert sich gerade dadurch ein bisschen, dass es eben zunehmend mehr 3D-Datenführer gibt, die eben auch dann den Zugriff aufs 3D-Modell ermöglichen. Insofern, das ist vielleicht etwas, was sozusagen dann aus technologischen Gründen irgendwann obsolet sein dürfte. Auch die Frage, inwiefern Sehen und Wissen eine Rolle spielt, also wie naturalistisch sollte eine Darstellung sein versus wie abstrahierend, wenn ich mir diese beiden Sachen mal anschaue. Ist es für jemanden erschließbar auf der linken Seite zum Beispiel, wie dieses Modell als solches aufgebaut ist, während auf der rechten Seite ist es sozusagen für einen Experten denn irgendwo noch für eine Beurteilung günstig, eben zum Beispiel um Tiefeninformationen oder sowas zu beurteilen, wenn da solche Lichtschatteneffekte mit drin sind. Das sind sozusagen Fragen, die sich in diesem Kontext immer wieder stellen. Der Punkt der Standards und Bewertbarkeit, die dahinter steht. Es gibt eine ganze Reihe von Richtlinien, wie 3D-Modelle erstellt werden sollten, erstellt werden können. Das Interessante dabei ist, dass wir haben uns das mal quantitativ angeschaut, die finden in der Forschung relativ wenig Beachtung. Das heißt also, die gibt es, da wissen viele darum, aber die werden selten wirklich angewandt. Und das ist also noch etwas Offenes, wo man sagt, es gibt ein genormtes oder es fehlt ein genormtes Vorgehen zur 3D-Rekonstruktion und vor allen Dingen zur Dokumentation von 3D-Rekonstruktionen. Und schlussendlich an der Stelle natürlich auch die Frage nach Software irgendwo, diese Frage, kann Wissenschaftlichkeit denn überhaupt gewährleistet sein, wenn wir hier sozusagen über Closed Source sprechen, wenn hier nicht klar ist, wie irgendwie ein Modell prozessiert wird, verarbeitet wird und ähnliches und am Ende sozusagen nur das Ergebnis sichtbar ist? Oder müssen Software-Algorithmen überprüfbar sein? Das vielleicht mal sozusagen eine kleine tote Force überall zu aktuellen Forschungsdiskursen und Forschungsherausforderungen im Gebiet der 3D-Rekonstruktion als Forschungsmethodik.